Okay, dann einen schönen guten Abend, liebe Pressevertreter, liebe Gäste drüben im VIP-Raum und auch unsere Fans unten im Penalty-Bistro. Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz nach dem Spiel Itzehoe Neuheim gegen die Eislöwen aus Dresden. Ein 4:2 Erfolg unserer Gäste aus Dresden, heute vertreten durch ihren Trainer Bill Stewart, zu meiner Linken hier. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz und unseren Coach Peter Kujala. Wie gesagt, herzlichen Glückwunsch, ne? Congratulations for the victory. Wir machen es heute in Deutsch. Was ist dein Kommentar heute zum Spiel? Hoffentlich. Na, das war ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns. Die erste Drittel bisschen langsam, aber die letzten 40 Minuten Spiel sehr intensiv und mit Druck. Unser Ziel jeden Partie, Partie, das ist Italien. Spiel ist Druck und nach den ersten 20 Minuten we found our game. Ich denke, der beste Spieler liegt auf dem Eis, fast Torhüter für Bad Nauheim. Ramo, sehr, sehr stark, aber ein bisschen glücklich für uns heute Abend. Danke. Ja, danke schön, Bill. Danke schön, Bill. Ja, was hast du denn zum Spiel, Petri? Ist aber 7 Minuten im zweiten Drittel. Was war da los? War das so der Knackpunkt heute Abend? Ich meine, 3 Gegentore, ne? Ja, klar. Die 3 Gegentore waren das Knackpunkt. Hast du richtig gesehen. Richtig gesehen. Natürlich, wie Bill gesagt hat, wir wussten, dass Dresden druckvoll nach vorne vorcheckt und konnten uns heute nicht so darauf kamen nicht so gut raus aus den eigenen Drittel, obwohl wir wussten, dass der Gegner sehr, sehr harte Vorcheck spielt. Und natürlich die 3 Gegentore im zweiten Drittel hintereinander nach unseren. Natürlich auch dadurch, dass Dresden uns das Druck gezeugt hat, uns dazu gezwungen hat. Aber das waren wirklich Situationen, wo wir selber schuld waren eigentlich für die Gegentore. Und natürlich, Mikko kann uns nicht jedes Spiel ins Spiel halten. Völlig verdient. Es war ein enges Spiel, 3-2, aber ich hätte selten das Gefühl, dass wir das noch drehen können. Wir waren ja einfach nur heute nicht spritzig genug in den Zweikämpfen. Dankeschön, Petri. Dankeschön, beiden Coaches. Thanks a lot for your statement. Dann kommen wir direkt zu den Fragen der Presse, wenn es denn welche gibt. Das sieht nicht so aus. Zuschauer hatten wir heute Abend 1860. Unser nächstes Heimspiel bereits am Freitag in 3 Tagen, der 5. Februar um 19.30 Uhr sind dann zu Gast die Kaufbeurer vom ESV Kaufbeuren hier im Kölner Nightstadion. Da würden wir uns freuen, wenn wir Sie hier alle wieder begrüßen können. Dann vielen Dank beiden Coaches für euer Statement hier heute Abend. Guten Nachhauseweg nach Dresden, ne? Good luck for the next games for you and your team. Yeah, I think so. Yeah, we too. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, am Freitag hier wieder. Dankeschön. Bis dahin. Gute Woche. Ciao.